Man sollte nicht meinen, der FC Bayern bereitet sich auf das gerade erst zweite Spiel im neuen Jahr vor. Sonne und zweistellige Temperaturen im Januar, für die allermeisten wunderbar. Da macht eine lange Trainingseinheit gleich noch mehr Laune. Pep Guardiola ließ auch einige Jungs aus der zweiten Mannschaft mit antreten. 2 Dutzend Akteure ermöglichen sämtliche Spielformen. Ein 11 gegen 11 im Training ist eben durch nichts zu ersetzen. Teil 2 des Tages stand dann ganz im Zeichen der Partner, wobei der FC Bayern zunächst einen neuen und langfristigen Kooperationsvertrag mit dem Hamad International Airport in Doha bekannt gab. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge freut sich, einen Sponsor aus der Tourismusbranche begrüßen zu dürfen. Der neue Platin-Partner ist ein weiterer Schritt in der Internationalisierungsstrategie, die auch soziale Projekte und den Dialog über gesellschaftspolitisch kritische Themen fördern werde, so Karl-Heinz Rummenigge. Danach folgte die halbe Säbnerstraße einem großen Drehbuch. Adidas und Telekom hielten Shootings für ihre neuen Kampagnen ab. Der FC Bayern produzierte fürs eigene Merchandising. Partner MAN rückte mit dem Mannschaftsbus an, um ihn dann von starken Männern verrücken zu lassen. Rafinha ist zurück auf dem Rasen. Das geprellte Knie aus dem Testspiel gegen Karlsruhe lässt es wieder zu. Nach Möglichkeit soll die Belastung in den nächsten Tagen gesteigert werden. Die FC Bayern Amateure haben in der Wintervorbereitung auch ihr 3. Testspiel gewonnen. Lukas Scholl und Sebastian Bösel trafen gegen den SSV Reutlingen zum 2:1 Sieg an der Säbener Straße. Der FC Bayern München gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus. Präsident Karl Hopfner eröffnete am Mittwoch in der evangelischen Versöhnungskirche der KZ-Gedenkstätte Dachau die Wanderausstellung Verehrt, Verfolgt, Vergessen. Opfer des Nationalsozialismus beim FC Bayern München. Und unsere Basketballer empfangen am Mittwochabend in der Eurocup-Zwischenrunde das spanische Top-Team Bilbao Basket. Javi Martinez dürfte sich darüber besonders freuen. Javi ist ja großer Basketball-Fan und kam vor 4 Jahren aus Bilbao nach München.